Die Deutsche Autocross-Meisterschaft 2010 wird präsentiert vom Deutschen Autocross-Verband e.V. und von GECOTEC Motorsport. Ja, und mit dem Werbeplakat, mit der Ankündigung dieser Veranstaltung, liebe Zuschauer aus Biesenthal, aus Klosterfelde, sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Trailer, zu einem neuen Kurzbericht aus der Deutschen Autocross-Meisterschaft. Dieses Mal aus Klosterfelde, die Strecke, die eigentlich alle kennen, aber nur die wenigsten sind in ihrem Leben da gewesen. Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen ändern, dass da immer nur wahre Sagen um diese Strecke sich ranken, sondern wir wollen beweisen, wie es dann dort vor Ort wirklich aussieht. Ja, wir sahen gerade eben die Hornets, die im Moment noch nicht so stachen. Dafür stachen natürlich ganz viele kleine Mücken und sonstiges Getier und Ungeziefer, die sich da wohl auf das Frischfleisch aus ganz Deutschland in der deutschen Autocross-Meisterschaft gefreut haben. Ja, ein sonniges Wochenende, liebe Zuschauer. Super, super heiß, super, super trocken, super, super staubig. Und die Strecke in einem Zustand, sodass sie den Fahrern wirklich alles abverlangt. Und nicht nur den Fahrern, sondern natürlich auch dem Material. Spaß im Team Schulze. Wir sehen es hier, ne? Da entwickelt man sich mal gerade wieder zurück ins Kleinkindesalter, bespritzt sich mit Wasserpistolen. Aber ernstzunehmender Motorsport wurde dort auch betrieben. Neben den beiden Buggy-Leuten natürlich auch von Andreas Kaune, der in seinem Ford Escort mit dabei war. Jetzt wird es wieder grün in der DM, Gott sei Dank. Unser lieber Freund Schlöffel ist wieder da. René Schlöffel hat seinen Suzuki wieder auf neuesten Stand gebracht, möchte nicht nur ein bisschen mitspielen, sondern möchte da auch ganz, ganz volle Punkte holen in der DM. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn er noch öfter mal zu sehen ist. Genauso gilt dieser Wunsch natürlich an Armin Fals, der ja das Auto von Dennis Engel jetzt einsetzt, es in einem guten Zustand hat, optisch auch sehr schön aufbereitet hat. Und ich freue mich schon jetzt, ihn öfter mal zu sehen und von ihm öfter auch mal berichten zu können. Genauso wie von unserem Mediasport Junior, auch wenn er diesen Titel trägt, liebe Zuschauer. Marvin Holzleitner muss natürlich auch schrauben, so wie alle anderen das auch tun. Denn er ist natürlich noch kein Star in der Szene, sondern er muss sich seine Lorbeeren erst noch verdienen. Ja, auch Dieter Dieselkämper hatte den weiten Weg aus Ibbenbüren auf sich genommen und hatte ein schönes sonniges Wochenende hier in Klosterfelde verlebt. Ja, es ging nicht nur um Geschichten aus dem Fahrerlager, liebe Zuschauer, sondern gefahren wurde natürlich auch. Und ich muss im Vorfeld mal sagen, unheimlich schwierig für uns, eine gute Stelle zu finden, um dann Bilder Ihnen zu liefern, liebe Zuschauer. Denn das Gras war sehr hoch und wir hatten kaum eine Chance, unseren Platz zu wechseln, sodass die Bilder da mehr oder weniger aus einer Stelle jetzt entstanden sind. Dafür bitte ich einfach mal um Entschuldigung. Aber ich denke, um ein paar Eindrücke zu vermitteln, reicht das auf jeden Fall. Und das habe ich mit ursprünglicher Strecke gemeint. Die Autos wurden teilweise meterhoch in die Luft katapultiert. Und das ist die Abteilung Mandl und Schulze, diese jungen Burschen, diese Helden, die bei diesen Bedingungen natürlich erst recht alles geben mussten, denn ihre Fahrzeuge sind ganz, ganz klein, haben einen kurzen Radstand und das verlangt natürlich nach ganz, ganz viel Mut. So, Dieter Dieselkämper in einem Vorlauf, da funktioniert das ganz gut vor Thomas Prokopowitz, dann sehe ich Thorsten Parmann noch dahinter und jetzt vertut sich Dieter Dieselkämper. Schauen Sie sich das mal an. Da muss dieser alte Fuchs zaubern ohne Ende, dass er sein oranges Fahrzeug nicht auf das Dach legt. Das ist nicht allen so gelungen, das Zaubern, liebe Zuschauer. Denn wir werden das gleich noch sehen. Der ein oder andere war dann wohl für den Moment ein bisschen überfordert, während wir hier das Ende dieses Vorlaufs sehen. Genau, da kann man so ein bisschen die Strecke auch erahnen. Ja, das ist die nächste Gruppe, die wir da sehen. Es ging natürlich ordentlich zur Sache, denn die Protagonisten sind natürlich immer da. Volker Lange da gerade vorne. Und das meinte ich. Da ist der Thomas Jahn, der ja ebenfalls ein Engel-Auto einsetzt. Schön, dass er das hier in der Deutschen Meisterschaft tut. Dem ging natürlich mal definitiv die Strecke aus. Und so hat er sein Auto aufs Dach gelegt. Ja, gerade haben wir Hauke Weber gesehen, wie hier nochmal, der in einem fantastischen Wochenende sich befand, liebe Zuschauer.
Der hat nämlich richtig zugeschlagen und das gegen stärkste Konkurrenz wie Johannes Sö, wie Marvin Holzleitner und wie sie dann alle heißen. Und das war natürlich eine ganz, ganz klasse Nummer. Uwe Wagner ist ebenfalls wieder da in seinem Porsche. Und er hat, so ist es im Moment zumindest Fakt, das erste Mal in diesem Jahr auch Punkte dann einfahren können. Das war ja überfällig. Diesen Porsche haben wir natürlich vermisst und jetzt ist er wieder da, Gott sei Dank. Und ich bin mal gespannt, lieber Uwe, wir werden bestimmt noch eine Menge Spaß zusammen in der Deutschen Autocross-Meisterschaft 2010 zusammen haben. Ja, Andreas Kaune, Probleme. Da räuchert's unter seinem Ford. Das ist nicht gut, wenn dieser weißliche Dampf da aus dem Auto, sprich aus dem Motor, dann aufsteigt. Kein ganz so gutes Zeichen. Marco Pavlovic im Ford, hier ebenfalls in der Auslaufrunde. Und das ist Fabian Hanke mit der 307. Na klar, mittlerweile kennen Sie ihn deutschlandweit, den schnellen Audi-Mann. Genauso wie Willi Schulze mit der 404, der hier auch den Arm nach draußen reckt als Sieger, ebenso Thomas Prokopovic, Tomek von den Hornets, der hier Volker Lange hinter sich lässt, Armin Pfalz und auch den Kollegen Parmann, der ebenfalls leichte Rauchentwicklung an seinem Auto zu verzeichnen hat. Das war ein kleiner Eindruck aus Klosterfelde. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Es war uns ganz wichtig, einfach mal zu zeigen, wie man dort Autocross macht. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, Ihr Andreas Flasser. Bis zum nächsten Mal. Die Deutsche Autocross-Meisterschaft 2010 wurde Ihnen präsentiert vom DAV, Deutscher Autocross-Verband e.V. und von GECOTEC Motorsport.